Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadowrun Returns. Wir befinden uns bei der Universellen Bruderschaft. Ich habe mich eingeschleucht, umgekleidet, habe mir eine Karte besorgt, weil ich Zugang hier in den inneren Kreis kriege. Und hier sind sehr wahrscheinlich meine Kumpels, die ja, mein Team, was ich jetzt reinlassen muss. Die haben wir eine geheime Tür noch gefunden, wo wir gleich reingehen. Schwester Sally an der Rezeption wollte mit dir sprechen. Ich muss ihn sehr wahrscheinlich erstmal hier weglocken. Oh, wir können auch das Chloroform benutzen. Ja, dann machen wir das doch mal. Knock out the cook. Kleine Flasche Chloroform. Scheint nicht zu gehen. Scheint nicht zu gehen. Wieso nicht? Wieso geht das nicht? Hä? Seltsam. Auf der Konsole steht die folgende Nachricht. Die äußere Tür ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Mutter oder eines Vaters der Bruderschaft nicht öffnen. Öffne die Tür, um dein Team hereinzulassen. Tu mir nichts, ich koche nur für diese Freaks. Ja, wieso konnte ich dich nicht K.O. machen? Sehr seltsam alles. Okay, Jungs, kommt rein. Voll die Armee. Geil. Okay, gehen wir mal hier durch. Hacke das Türschloss. Decking 5. Sehr schön. Ach, Decking ist super. Die Geheimtür verbirgt einen Gang, der noch viel tiefer in den Komplex der Universellen Bruderschaft führt. Sobald du dort hineingehst, kannst du nicht wieder zurückkehren und dein Team einsammeln. Wieso einsammeln? Ich hab's doch bei mir. Bestätigen. Wieso einsammeln? Unter der Bruderschaft. Hinter der Tür ist ein kurzer Gang, der zu einem Frachtlift führt. Du drückst die Taste nach unten und der Lift beginnt seinen Abstieg. Weiter nach unten, als sich ein Keller befinden würde. Weiter nach unten, als sich eine Tiefgarage befinden würde. Nach einer langen Fahrt öffnen sich die Türen und du befindest dich in einer völlig anderen Umgebung als nur wenige Minuten zuvor. Die luftige, entspannende Atmosphäre der öffentlichen Fassade der Bruderschaft ist völlig verschwunden. Der Gang, der vom Lift abgeht, ist sehr zweckmäßig und steril. Statt Wohlfühlmusik erfüllt absolute Stille den Gang. Irgendwo dort vorne, weit unter dem Gebäude der Universellen Bruderschaft, befindet sich Sams Zwillingsschwester. Irgendwo dort vorne, hinter einer Fassade der Einheit und der Zugehörigkeit, versteckt sich Sams Mörderin. Ein und dieselbe Frau, Jessica Watts. Mhm. Drei Kammer erhalten, sehr gut. Sieben. Da können wir noch schon wieder ein bisschen was mitmachen. Und zwar auf Intelligenz, würde ich sagen. Intelligence. Zack. Ja, wir sollten das Decking mal so hoch wie möglich machen. Damit wir das auch richtig anwenden können. Wir sind schließlich ein Decker. So. Finde Jessica Watts. Optional. Was war das Optionale? Für Jailbomb. Finde Jailbomb heraus, was mit Shane geschehen ist. Jo, das machen wir noch separat. Warum nicht? Also der Run sollte eigentlich nicht das Problem werden. Wir sind ja echt ziemlich viele hier. Ui, da liegt jemand tot. Schauen wir uns das mal an. Laut der ID-Karte des Leitnamens hast du Shen gefunden. Na super, das ging schnell. Sie haben gesagt, sie haben ihn nach unten gebracht. Du durchsuchst den Schreibtisch und findest eine Liste mit Geldtransfers, die von der Bruderschaft vorgenommen wurden. Ihr solltet nicht hier sein. Ja, ist dem so. Juckt mich reichlich wenig. Und aus die Maus. Hey, holt mich hier raus. Okay, da haben wir nochmal jemanden mehr dabei. Sehr gut.
Ach, verfehlt. Nope. Also sie trifft ganz schlecht. Schade. So, Decking-Experten. Aktiviert eure Fahrzeuge. Drohnenmörser der Klasse B. Aha. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Okay, du triffst auf jeden Fall von da hinten nicht. Robdog-Drohne ist das? Ich glaube, ich habe die falsche Drohne drin. Der hatte doch noch eine andere gehabt, oder? Hier, Strato-Drohne. Die hätte ich aktivieren sollen. Ah, shit. Shit, 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 shit. Ja. Falsche Drohne aktiviert, mein Fehler. So, und die Robdrock-Drohne können wir wieder ausmachen. So, du hast eine Schrotflinte. Stahl-Lux-Drohne und eine Robdog-Drohne. Okay, wir wollen die Stahl-Lux-Drohne sehen. Activating. So, alle nach vorne. Meine Roboter-Armee. Die verstecken wir dahinter. Au! Autschi, Wautschi. Also wahrscheinlich brauchen wir sie gar nicht. Weil Chochi mal wieder alle am Wegfegen ist. Helft mir! Gegenstand genommen. UB-Zellenschlüssel. Aber wir sind weiter im Kampfmodus. Wie es aussieht. Marie-Louise. Die junge Elfin ist sichtlich davon mitgenommen, eingesperrt gewesen zu sein und zu sehen, wie ihr Gefängniswärter vor ihren Augen umgebracht wurde. Diese Leute sind verrückt. Ich war die ganze Nacht hier eingesperrt und habe Geräusche gehört. Sie zittert. Ziemlich schicker Film, glaubst du, Findadumfell? Beruhige dich, du bist in Sicherheit, wie heißt du? Sie seufzt. So langsam lässt ihr Adrenalinschock nach. Marie-Louise. Aber hör zu, als erstes müssen wir hier raus. Seit ich hier bin, sind immer wieder Priester und Akolyten darunter gegangen. Erst war die ganze Zeit so ein monotoner Gesang zu hören und dann habe ich Schreie gehört. Und noch etwas anderes, etwas Widerliches. Hast du eine Frau gesehen, menschlich blond, etwa 40? Du meinst Jessica? Ja, sie war hier irgendwo. Sie und meine Tante gehören zusammen. Meine Tante hat mich hierher gebracht. Sie hat gesagt, dass die Bruderschaft genau das Richtige für mich sei. Dass ich eine neue Familie finden könnte. Wie sie auch. Dass ich Teil von etwas Größerem sein könnte. Dann wurde es richtig seltsam. Man denkt ja, dass solche Leute nett sind, weißt du? Darum geht es ja. Aber es war anders. Sie fingen an, sich vor mir zu verbeugen. Und dann ging diese Choräle los. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Okay, wir sollten gehen. Oh, und 6 Karma wieder. Jessica Watts. Marie-Louise, was glaubst du, was du da machst? Wonach sieht es denn aus? Nein, wir brauchen dich hier. Jessicas Augen leuchten hungrig. Jede Wette, aber ich werde nicht dein Opferlamm sein, Jessica. Oh, Liebling, du verstehst nicht. Wir bieten dir ewiges Leben, die Möglichkeit, Teil von etwas Neuem. Mit einem Mal bemerkt Jessica dich und gerät ins Stocken. Du lebst? Wenn du jemanden tot sehen möchtest, solltest du besser bis zum Ende bleiben. Sie fängt sich wieder. Ein guter Rat. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Wirklich. Du hast mir mehr geholfen, als du ahnst. Meine Augen noch ein Stück weiter geöffnet. Ich dachte, ich verstünde meine Gefühle für Sam. Ich dachte, ich wüsste, warum ich ihn und mein altes Leben aus dem Weg räumen musste. Doch Sam steht für so viel mehr.
Die Welt ist krank, weißt du? Die Menschheit ist krank. Und Sam verkörpert diese Krankheit besser als irgendjemand sonst. Er kümmert sich nicht um andere, er kümmert sich ja kaum um dich selbst. Sam befand sich auf einem Pfad der Selbstzerstörung. Mit der Menschheit verhält es sich ebenso, wie wir nichts unternehmen. Wenn wir nichts unternehmen, wenn wir nicht lernen, auf eine neue Art zu denken. Das ist das Grundverständnis meiner neuen Familie. Die universelle Bruderschaft ist eine Sekte, keine Familie. Bist du sicher, dass es dir nicht um dich selbst geht? Weiß deine Familie, wie du deine Alte behandelt hast? Mein letzter selbstsüchtiger Akt war es, meine Mutter zu beerdigen. Und selbst das tat ich, um mich von meinem Lasten zu befreien, damit ich meiner neuen Familie bedingungslos dienen kann. Wir stehen am Beginn einer neuen Welt, Chojin. Und sie wird wundervoll, geordnet, sicher, frei von Zweifeln. Eine Welt, in der jeder seinen Platz kennt. Stell es dir vor, eine Welt ohne Chaos, ohne Selbstsucht oder andere menschliche Verfehlungen. Niemand kann dich verraten oder verletzen oder. Hör dir doch mal zu, du klingst überhaupt nicht mehr menschlich. Bald werde ich das auch nicht mehr sein. Ich werde die Grenzen der Menschlichkeit überschreiten. Ich werde Teil von etwas Größerem werden. Sie lächelt ein bösartiges Lächeln. Doch zuerst sollte ich dich meiner neuen Familie vorstellen. Sie freuen sich darauf, dich kennenzulernen. Oh. Irgendwelche Cyborgs bestimmt. Ach du Kacke, was kommt da? Eine Cyberspinne oder sowas, ne? Feinkontakt. Wahre Gestalt, Arbeiter. Die Kreatur gibt ein verstörendes Geräusch von sich, das halb insektenartiges Zwitschern halb menschlicher Schmerzenslaut ist. Ach du Scheiße. Hab keine Angst, liebes Kind. Niemand wird dir wehtun. Du bist unsere Königin. Sie hat uns eingeschlossen, aber ich kann uns hier wieder herausholen. Letzte Nacht haben sie mich im Nebenzimmer eingesperrt, den Raum mit den ganzen Computern. Ich habe mich in einen davon geklinkt und ihr Sicherheitssystem gehackt, bis ich einen Alarm ausgelöst habe und erwischt wurde. Dann haben sie mich in diese Zelle geworfen und die Checkpoints deaktiviert. Aber ich kann sie wieder hinbiegen. Wir helfen dir, die Checkpoints zu reparieren. Hör zu, ich bin auf die beste Schule des Landes gegangen, was Matrix Engineering angeht. Ich weiß, was ich tue. Sie haben die Knotenpunkte abgeriegelt, aber ich habe etwas von meinem eigenen Code eingespeist, bevor sie mich erwischt haben. Also muss ich mich dort einklinken und sonst niemand. Halte sie einfach zurück, bis ich das Problem behoben habe. Was ist mit Gegenmaßnahmen? Ich programmiere IC als Hobby, okay? Vertrau mir einfach und halte dieses Ding fern von mir. Also eine fette Deckerin. Wie spannend. Ich bin froh, dass du nicht auf dem Friedhof gestorben bist, Chojin. Es wird so viel mehr Spaß machen, dir beim Sterben zuzusehen. Ja, das glaubst aber auch nur du. Verteidige Mary Louise. Okay, das heißt, die dürfen nicht zu ihr rüberkommen. Lass Mary Louise die Tür hacken, um zu entkommen. Okay, wie legen wir los? Wir haben genügend Kämpfer da. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Das Problem ist, wir sind alle auf einem Haufen. Und das ist wiederum nicht so gut. Deswegen bewegen wir uns erstmal ein Stück weg von hier. Zack, tak, 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 tak. Ah, Reaktionsangriff. Ah, sowas gibt's ja auch. Okay, das wusste ich noch nicht. Mistkerl, das kriegst du aber direkt wieder zurück hier. So. Du bewegst dich jetzt mal schön an ihn ran. Oh, und da ändert sich deine Rate gar nicht. Hier 80%, das klingt doch gut. Bam, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und hier so einen Aktionspunkt runter machen. Sehr gut. Robodog-Drohne brauchen wir nicht. Die ist an, sehr gut. Was hast du für eine Waffe? Du hast nur eine Axt. Okay, aber Axt ist besser als nichts. Deswegen auf den da drauf. Und nochmal. So, Justin Chase. Das ist eine schöne Schrotflinte. Du hast 2 Punkte übrig. 59, das ist zu wenig. Geh mal nah ran. Oh, das ist ja weniger. Seltsam. Ah, Gott, du stehst da direkt davor. Also gut zielen können die echt nicht. Hier, das ist nicht schlecht. Sehr gut. Und direkt nochmal.
Okay. Oh oh, was ist das? Verfehlt. Eieiei, wie kriegen wir denn das da besiegt? Pure Insect Spirit. Okay. Sollten wir nachladen. Und den da wegfegen. Und tschüss. Immun. Hahaha. Ich kann ihn nicht mit Schusswaffen erledigen. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keinen Magier. Ich habe keinen Magier bei, das wusste ich nicht. Das ist ein Problem. Wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Ich habe ja gar keinen Magier dafür bei. Oh. Aber da hätte man mich ja irgendwie vorwarnen müssen. So ein Murks. Ja, dann renn mal hier runter und greif den anderen an. Hallo? Hier hin. No. Ja, also wahrscheinlich kannst du mit Nahkampfwaffen da auch nichts ausrichten, oder? Ne, immun. Okay, gegen jegliche Art davon immun. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Können wir hiermit versuchen, aber das wird wohl auch nicht klappen. Ne. Ja. Jetzt, was mache ich jetzt? Scheiße. Das ist echt blöd. So, jetzt siehst du sie in ihrer wahren Form. Jetzt siehst du, dass sie nicht sterben können. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht richtig. Was zur Hölle sind diese Viecher? Jessica, was in Gottes Namen hast du getan? Ich habe der unsterblichen Seele eine fleischliche Hülle gegeben. Ich habe das Schicksal der Menschheit entschieden. Bist du blind, du Irre? Diese Viecher sind riesige Insekten. Genau, das nehmen wir. Öffne deinen Geist, Chojin. Sie sind so viel mehr, als du denkst. Mein Geist war geöffnet, als sie mir aus dem Jenseits zurief. Sie belohnte meine Dienste und meinen Glauben mit unvorstellbarer Macht. Diese Macht hätte auch deine sein können, Mary Louise. Du solltest unsere Königin werden. Doch keine Sorge, es gibt noch jemand anderen. Aha. Jo. Jetzt ist das Teil wieder am Leben. Super. Und nu? Und nu? Wieso bin ich... Er ist anvisiert, aber die Drohne ist aktiv. Nein, das Spiel ist abgestürzt. Das Spiel ist abgestürzt. Ja. Das ist ja beknackt, ey. Das hatten wir schon mal. Am Anfang des Games. Ist das ein Mist? Nein, geht nichts mehr. Einhängen. Musik läuft weiter. Super. Super duper. Was sagt die Zeit? Ja. Aber ein guter Break. Mal gucken, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Crap. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.